Sehr verehrte Gäste, liebe Engagierte, ich freue mich, Sie heute zu unserem Ehrenamtsfest begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, dass auch Frau Carmen Haberstroh und Frau Bürgermeisterin heute Zeit gefunden hat, hier zu sein und auch noch Grußworte an Sie zu richten. Entschuldigung, tut mir leid, dass ich Sie so pünktlich angefangen habe. Mein Name ist Friedrich, bin doch der neue Hausmeister hier. Und immer wenn mehr, jetzt gibt es ja die Corona-Verordnung, es gibt ja noch andere Verordnungen, die von der EU. Also immer wenn mehr als 20 Leute zusammen sind, dann tritt die EU, wie heißt die, 2412 in Kraft. Falls das Programm zu einer Katastrophe wird, falls es wäre, sind Sie erschrocken. Falls es während des Programms zu einer Katastrophe kommt, müssen Sie ja wissen, was Sie machen müssen. Also, Sie hier vorne, Sie gehen so aus. Sie dahinter gehen so aus. Also die ganze Seite geht so aus. Sie wird es natürlich einfach, Sie gehen einfach dann aus. Sie gehen auch einfach aus, als ihr geht einfach so aus. Ihr in der Mitte, ihr bleibt natürlich sitzen. Um Gottes Willen nicht aufstehen, sonst kann es passieren, die hier rausgehen, mit denen jetzt aber stoßen, die hier rausgehen. Gibt ein fürchterliches Durcheinander. Bitte nicht aufstehen, sondern sitzen bleiben und warten, bis die Feuerwehr kommt. Dankeschön. Ja, das passt ja voll zu unserem Thema. Nach einer langen, langen Zeit der sozialen Abstinenz ist es jetzt endlich wieder möglich, sich auch im öffentlichen Raum zu begegnen. Wenn wir auch wirklich bis zum letzten Moment gebannt haben, wie viele Teilnehmer wir jetzt hier reinlassen, am Anfang waren es dann nur 35, dann konnten wir es auf 50 Teilnehmer erhöhen. Und jetzt sind wir ganz glücklich, dass eigentlich alle kommen konnten, die kommen wollten. Ja, unser letztes städtisches Ehrenamtsfest war am 9.09.2017. Ja, vielleicht können Sie sich noch erinnern, wo das war. Weiß es noch jemand? Neuhausen, genau. Sehr gut, genau. Es war in Neuhausen mit dem Kindermitmachzirkus von Steffen Kromer. Wir hatten damals ein besonderes Programm für Sie und wollen Sie auch heute mit einem besonderen Programm erfreuen. Mit diesem Programm wollen wir Ihnen Danke sagen. Was erwartet Sie heute Abend im Überblick? Die Veröffentlichung und Übergabe unserer Ehrenamtsbroschüre, ein leckeres Buffet mit Fingerfood, Einlagen von unserem Clown Raji, Clown und Zauberer, und die Vorstellung unserer neuen Mitmachbörse. Herr Lachnit vom Verein Freinet wird sich heute Abend per Videoübertragung einschalten und Ihnen die Möglichkeit einer digitalen Mitmachbörse vorstellen. Da an diesem Punkt kommen wir jetzt auch zu einer Programmänderung. Ursprünglich wollten wir erst die Übergabe der Ehrenamtsbroschüre machen, das Wichtigste immer zuerst. Aber da Herr Lachnit dann noch einen privaten Termin hat, werden wir um 19 Uhr werden wir dann die Übergabe verschieben und Herr Lachnit wird uns zuerst die neue Ehrenamtsbörse vorstellen. Sie sind heute diejenigen, die sich zurücklehnen dürfen. Sie dürfen diesen Abend einfach nur genießen. Mit Augen, Ohren und Gaumen zu genießen, was es zu genießen gibt. Nutzen Sie die Zeit auch zum persönlichen Austausch untereinander, zum Netzwerken und vielleicht auch
zum Gewinnen neuer Perspektiven. Heute geht es darum, wahrzunehmen und wahrgenommen zu werden. Metzing ist ja eigentlich ein Dorf, viele kennen sich untereinander, aber vielleicht gibt es ja doch noch neue Menschen zu entdecken, die sie bisher noch gar nicht wahrgenommen haben. Mir hat die Anmeldeliste schon verraten, welche Engagementbereiche heute hier beim Fest vertreten sind. Und ich glaube, es könnte auch nochmal für Sie interessant sein, wer denn heute Abend alles hier ist. Und deshalb möchte ich Sie jetzt so nacheinander die Engagementbereiche aufrufen und würde Sie einfach kurz bitten, dass Sie aufstehen, dass wir sehen, was haben wir denn heute Abend alles für Engagementbereiche hier. Ich möchte jetzt gleich mal mit unserem jungen Engagement beginnen. Junge Erwachsene, die im Jugendgemeinderat oder im Verein Jugendarbeit machen. Bitte mal kurz aufstehen. Vielen Dank. Das junge Engagement ist natürlich zahlenmäßig etwas unterrepräsentiert, aber ich bin ganz stolz, dass wir das junge Engagement heute Abend auch hier haben. Dann würde ich gerne mal alle bitten, die zu den Patenprojekten gehören. Es wären Familienpaten, Nachhilfementoren und Leselernpaten. Wer ist denn da heute? Dann haben wir heute doch einen großen Bereich Elternarbeit an der Schule. Da gehören Elternbeiräte, Gesamtelternbeiräte und was es da noch für Aktivitäten an den Schulen gibt. Bitte alles, was in der Schule Engagement ausübt, kurz aufstehen. Dann haben wir das sozialpolitische Engagement Arbeitskreise. Arbeitskreis Asyl, Arbeitskreis Frieden und jemand von der Zukunftswerkstatt müsste auch da sein. Bitte mal kurz aufstehen. Vielen Dank. Dann haben wir die Metzinger Tafel, gut repräsentiert. Bitte mal aufstehen. Dann haben wir den Weltladen. Dann haben wir die Nachtwanderer. Das Nähcafé. Das Deutsche Rote Kreuz. Dann die Nachbarschaftshilfe. Dann das Kulturforum. Dann die Bürgermentoren. Und Herr Meier gehören auch noch zu den Bürgermentoren. Okay, und dann haben wir neue Formen für Engagement, Initiativen und Interessengemeinschaften. Da würde die Interessengemeinschaft Neukreuz dazugehören, die alternativen Wohnformen, zusammen wohnen. Und ich weiß nicht, ob schon jemand da ist von der Initiative Neukauf. Neukauf. Nahversorgung in Neuhausen. Bitte mal kurz aufstehen. Und jetzt habe ich, glaube ich, noch einen Gast, eine Gästin von der Hospiz. Schön, dass Sie auch das haben. Habe ich jetzt jemanden noch vergessen? Hat sich jemand noch nicht wiedergefunden in den genannten
Mobile, natürlich. Das steht auch auf meiner Liste. Okay, also Mobile, unsere Freiwilligenagentur, unsere Vermittlungsbörse. Und einige von Ihnen sind ja nun auch mal mehrfach aufgestanden und sind wirklich in mehreren Ehrenämtern tätig. Wirklich vielen Dank für Ihr Engagement. Und wer ist nicht aufgestanden? Sie kommt noch. Sie kommt gleich noch. Ja, jetzt würde ich auch gern an die Frau Haberstrup übergeben. Sie wird jetzt auch Worte an Sie richten. Ja, sehr geehrte Ehrenamtliche, das sind ja alles Ehrenamtliche, die da sind. Sehr geehrte Ehrenamtliche, ich muss nicht sagen, sehr geehrte Damen und Herren, weil ich habe gerade festgestellt, dass tatsächlich jeder von Ihnen, der heute da ist, mit dem Ehrenamt verbunden ist. Und ich fand es auch sehr, sehr beeindruckend. Frau Jäger-Rinner hat es gerade gesagt, dass manche mehrfach aufgestanden sind. Und die Broschüre, die heißt ja, wir geben Metzingen ein Gesicht. Und das ist jetzt für mich einfach auch nochmal toll, dass ich Sie heute alle auch sehe. Wer leistet denn was für Metzingen? Wer tut es ehrenamtlich? Weil ohne das Ehrenamt kann eine Stadt quasi gar nicht existieren. Also eine Stadtverwaltung alleine könnte sowas nicht stemmen, was sie alle miteinander leisten jeden Tag. Und ich bin jetzt seit 1. Juli im Amt und bin natürlich schon ganz viel unterwegs. Also es fühlt sich schon fast jetzt 100 Tage, ehrlich gesagt fühlt sich schon fast an wie 1000 Tage, so viele Termine und so viele Eindrücke, die ich wahrnehmen konnte. Und da war ich natürlich beim einen oder anderen von Ihnen schon selber da. Zu manchen gehe ich erst noch und da habe ich schon unglaublich viel mitgenommen. Zuletzt war ich beim Spendenlauf. Das war auch sehr, sehr beeindruckend, wie viele das sich doch engagieren, um ein behindertes Kind zu unterstützen. Und da sieht man, dass das Ehrenamt auch andere motiviert, da mitzumachen. Also da war auch spontan eine Fußballmannschaft, die dann auch noch mitgelaufen ist. Und das ist einfach eine unglaublich wertvolle Geschichte. Ich glaube auch, dass es jetzt während der Pandemie ganz, ganz arg sichtbar war, wo das Ehrenamt auch gefehlt hat. War aber auch gleichzeitig sichtbar, dass es dann viele ehrenamtliche Initiativen gab, die sofort auch gestartet sind, um anderen zu helfen. Also sei es jetzt nur in der Nachbarschaft, um einzukaufen, ja, oder sich dann auch bereit zu erklären, so wie zum Beispiel das DRK die Initiative hatte, ganz frühzeitig ein Testzentrum einzurichten. Also wenn nicht all diese Menschen könnte es leisten, dass eine Gesellschaft auch funktioniert. Und ich glaube aber auch, und das habe ich jetzt auch aus vielen Gesprächen auch mitgenommen und wahrgenommen, ich glaube, die Ehrenamtlichen, es gibt den Ehrenamtlichen selber ja auch was. Also ich war mal vor einiger Zeit, das war noch vor meiner Funktion jetzt als Oberbürgermeisterin, noch in meiner alten Funktion als Finanzbürgermeisterin, war ich zum Beispiel im Tafelladen und habe da mitgeholfen, mal eine Schicht lang oder einen halben Tag lang. Und das fand ich auch sehr, sehr schön, wie man da auch miteinander arbeitet. Und ich glaube, das ist auch für viele auch mit auch ein sozialer Treffpunkt, wo man sich auch miteinander unterhält und wo man dann ja auch wieder was zurückbekommt. Also wenn man dann merkt, dass was man tut, das gibt einen Sinn. Und das ist für mich auch ein unglaublicher Antreiber bei meiner Tätigkeit, wenn man merkt, das, was man tut, hat einen Sinn, dann geht man doch abends auch zufrieden ins Bett und macht es einfach auch gern. Und ich glaube, das ist sowas, ist es ein Geben und ein Nehmen. Und wenn jeder, der sich einsetzt, glaube ich, da gibt es vielleicht im Himmel jemand, der einem das dankt und dann, wenn es einem vielleicht, wenn man selber dann Hilfe braucht, dass man dann auch von anderen wieder Hilfe bekommt. Und das ist das unheimlich Schöne daran. Und natürlich auch dieser Austausch, den finde ich
sehr, sehr befruchtend. Also man hat nie genug Meinungen, Ideen, Helfer. Weil man muss die Dinge immer von verschiedenen Seiten betrachten. Egal welche Aufgabe, dass man auch in der Stadt auch angeht, ist es mir unglaublich wichtig, dass man da verschiedene Perspektiven einnimmt. Es gibt immer nicht nur die eine Perspektive. Es gibt unterschiedliche Interessen, ja, also ganz, ganz unterschiedliche Interessen. Und da ist es manchmal, manche Interessen stehen sich auch diametral gegenüber. Und da ist es wichtig, dass man dann abwägt und einen Ausgleich findet. Und daran arbeiten wir, also ich versuche zumindest daran zu arbeiten, in Stadtverwaltung zusammen mit dem Gemeinderat jeden Tag. Und ich glaube, auch so ein Ehrenamt kann da mit dazu beitragen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall heute Abend, dass diese Veranstaltung stattfindet und danke zuerst mal der Frau Jäger-Renner für die Vorbereitung und ich danke auch dem Kulturforum. Bitte erlauben Sie mir, dass ich zwei Namen herausgreife, dem Herrn Bug für die technische Unterstützung und Frau Hockenkamp für das ganze Organisatorische. Mit ihr konnte ich auch schon im Spendenlauf sprechen. Sie hat ja unglaublich viel Zeit auch eingesetzt, auch dort das zu organisieren. Auch das haben Sie jetzt heute Abend gesehen. Das ist natürlich auch unter Corona-Bedingungen ist es natürlich auch immer ein erhöhter Organisationsaufwand, auch das Hygienekonzept und so zu erstellen. Und ja, ich freue mich jetzt einfach auf den Abend. Vielleicht kann ich mit dem einen oder anderen von Ihnen noch ins Gespräch kommen, den ich nicht kenne. Biete Ihnen aber auch gerne an. Sie können mich auch jederzeit ansprechen. Also wenn Ihnen was auffällt, einfällt, ich bin immer erreichbar, oder nicht immer, also ich bin zumindest immer ansprechbar. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass ich immer sofort antworten kann und dass ich auch alle Wünsche immer sofort umsetzen kann. Aber ich kann Ihnen auf jeden Fall versprechen, dass ich Sie ernst nehme, alles was Sie auch an mich herantragen und an die Stadtverwaltung herantragen. Das kann ich Ihnen auf jeden Fall zusagen. Ja, jetzt wünsche ich uns allen miteinander noch einen schönen und interessanten Abend. Herzlichen Dank. Programmpunkt. Das wäre eine kulturelle Einlage. Wir wollen den Zauberer sehen. Wir rufen jetzt alle mal. Nein. Oh. Nein. Ja, liebe Gäste, liebe Ehrenamtliche und vor allem liebe Interviewpartner, für die ich auch jetzt mitspreche. Nein, ich will keine Rede halten. Aber wir wissen natürlich, was in so einem Projekt steckt. Unheimlich viel in Arbeit und das ist nicht zu bewerkstelligen in einem 9-to-5-Job. Da geht ganz viel drüber raus, ganz viel Engagement, ganz viel Herzblut. Und ich möchte im Namen aller Interviewpartner Ihnen, liebe Frau Sabine Jäger-Renner, danken für Ihr Engagement. Denn so ein Fest macht sich nicht alleine und nichts auf dieser Welt ist selbstverständlich. Und deshalb möchten wir Ihnen diesen Herbststrauß überreichen, passend zum Hosenanzug. Herzlichen Dank. Das ist stellvertretend von uns allen. Und wir sind ganz arg froh, dass wir da jetzt dabei sind. Wir sind auch ganz ein bisschen stolz drauf, dass wir da jetzt in dieser Ehrenamtsbroschüre sein dürfen. Und, genau. Und jetzt kommt mit viel Glück die Einlage des Zauberers. Ja. Dankeschön. So, ganz ohne Glück, den brauchen wir nicht. Sonst. So,
Sie sind so schreckhaft, ich werde mir Mühe geben, dass ich Sie heute nicht mehr erschrecke. Einen recht schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Menschen. Mein Name ist Raci, einer der bekanntesten Magier Europas, hat einmal gesagt, Zaubern gibt es ja gar nicht richtig, ich sehe mich auch immer eher als Verblüffungskünstler, bin selbst immer wieder verblüfft, wenn die Kunststücke, die ich zeige, auch funktionieren. Deshalb müssen wir eine kleine Spielregel machen, ich tue hier vorne so, als könnte ich zaubern und Sie glauben mir das. Ja gut, okay, so einfach geht es natürlich nicht. Ich brauche da so eine gewisse Rückmeldung, Feedback, wie der Schwabe sagt. Wenn Sie also etwas gesehen haben, müssen Sie Ihre Hände von ungefähr so zueinander führen. Das wäre so eine Stufe 1. Ja, wunderbar, super. Es kann natürlich sein, dass Sie etwas sehen, was Ihnen gefällt. Müssen Sie vielleicht die Hände von etwas weiter entfernen, kräftiger zueinander führen. Das wäre so eine Stufe 2. Ja, super. Und vielleicht sehen Sie wirklich auch etwas, was aussieht wie Zauberei. Dann dürfen Sie klatschen, trompeln, juden, pfeifen, applaudieren. Stufe 3! Ja, sehen Sie. Und das ist nur das liebste Geräusch, deshalb vergessen Sie sofort Stufe 1 und 2. So, das ist natürlich so, ich kenne natürlich nur, ihr, Frau Jäger-Renner, sonst kenne ich ja niemand hier und es ist für mich immer schwierig, wenn wir zum Publikum kommen. Was gibt es hier für eine Aura und kann ich da mental eindringen? Genau Sie. Machen Sie mal so. Nein, die vordere. Ja? Nein, die hintere. Jetzt bin ich gespannt. Die junge Dame hier. Aber Sie, das war nur so, das habe ich gar nicht gesehen. Okay, also, könnten Sie sich vorstellen, wie schon lange? Sabine, könnten Sie sich vorstellen, dass ich Sie mental so beeinflusse, dass Sie genau das sagen, was ich denke? Oder dass ich will, dass Sie es sagen? Können Sie sich das vorstellen? Nicht. Das ist für mich jetzt die richtige Herausforderung, habe ich mir gedacht. Ich habe hier 4 Könige drin. Herz, Kreuz, Karo, Pik. Und die habe ich so angeordnet, dass einer nach oben schaut und die anderen nach unten. Und Sie konzentrieren sich jetzt einfach auf mich, ich konzentriere mich auf Sie. Und Sie sagen dann, wenn ich sage jetzt, sagen Sie, welcher König nach oben schaut. Genau hier reinschauen. Jetzt. Pik. Also für die, die es nicht wissen, Pik ist das schwarze Herz. Okay? Erste Reihe kann sehen, es ist nichts drin. Gut. Das ist wichtig, muss man sagen. Pik. Sie haben sich sehr gut auf mich eingelassen. Und ich wusste, als ich das heute Morgen zusammengepackt habe, dass das die Karte ist, deshalb ist es die einzige rote, die heute dabei ist. Dankeschön. Ja, also wie gesagt, der Applaus, den dürfen Sie halten wie der Selle auf dem Dach. Sie können jetzt machen oder nicht. Oder wie gesagt, wenn Ihnen was gefallen hat, immer nichts wie ran. So, und nun eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Es war ja so, ich war ja, bevor ich Zauberer war, Lehrer. Lange an der Grundschule, dann an der Sonderschule. Immer auch sehr viel Sport unterrichtet. Und da war es also. Damals, ich meine, ich bin jetzt schon ein bisschen fortgeschrittenes Alter, da gab es noch nicht diese Klettverschlussschuhe. So. Und ich war dann immer froh, wenn die Kinder ihre Schleife hingekriegt haben und sie danach aufgekriegt haben. Aber jetzt kommt eine kleine Episode, die jeder sicher schon erlebt hat. Es klingelt
man muss sich zwei und zwei aufstellen und dann in die Turnhalle laufen, stimmt's? Also bei den meisten. Und je schneller man in der Turnhalle war, umso länger war der Sportunterricht. Das war auch da. Jetzt war es natürlich so, die Kinder sind natürlich gerannt und sind dann irgendwann an ihre Schuhe gescheitert und es waren Nullen drin. Das war natürlich nicht. Das war super geil. Dann ging es los, ziehe, erstmal ziehe, damit es richtig zu ist. Und dann, Herr Lehrer, helfen Sie, ich habe dann gesagt, Leute, bitte nicht immer hier wie die Muckis. Ihr müsst das mit Gefühl machen. Oder bloß den Gegner pushen. Wow. Dann läuft gut. Ja. Das war jetzt ein bisschen schnell mit dem Knoten. Sie wissen ja, der Knoten, das ist ja so ein Bild für ein Problem. Ich zeige Ihnen jetzt mal den schnellsten Knoten der Welt. Ungefähr hier wird er erscheinen. Bei 3. 1. 2. 3! Wow! Und Sie sehen, es ist so mit den Problemen. Sie erscheinen immer dort, wo man sie nicht vermutet. Es ist halt so. Darf ich Sie mal bitten, das hier zu öffnen? Das ist schon ein Knoten, Sie müssen dann schon aufmachen. Eine Problemlöserin, ja wunderbar, super. Und da fällt mir gerade ein, neulich habe ich einen Zauberkünstler gesehen, der hat ein Seil gehabt, so wie das hier, und dann hat er das Seil hier durchgeschnitten. Da habe ich gedacht, wieso macht der sein Seil kaputt? Man kann es doch irgendwie mal anders probieren. Ich dachte, das kann doch wohl nicht sein. Also wenn der das jetzt so hält, ja, und dann irgendwie so, dann der irgendwie runterzieht, Moment, irgendwie so runterzieht, und dann fällt das Seil ab und ein kleines Teil. Hab ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein, aber es war halt einfach ein fehlgegangener Trick. So war das. Ja, übermorgen ist ja der wichtigste Tag wieder in der Bundesrepublik Deutschland. Da wird der Wechsel eingeläutet. Oder auch nicht, wer weiß. Ich nehme an, alle von Ihnen sind schon klar, was sie wählen. Oder viele haben schon gewählt. Und viele von Ihnen haben sicher so Wahlveranstaltungen gehört oder besucht. Fernseher, Dreier, Vierer, Karotel. Und Da ist mir aufgefallen, dass wenn der Moderator eine exakte Frage stellt, nie eine richtige Antwort kam. Ja. Und jetzt habe ich mich erkundigt und ich weiß jetzt auch warum. Das ist vielleicht, nein, das ist für Ihre Oberbürgermeisterin ist das nächste. Die spricht aus dem Herzen. Es gibt eine Phrasendreschmaschine. Ist kein Witz. Wer will, der kann nachher zu mir kommen. Ich sage ihm die ISBN-Nummer, dann kann er es bestellen. Aber das ist so. Wenn zum Beispiel hier steht, lesen Sie mal bitte vor, was da steht. Europäische Wirtschaftsdynamik. Europäische Wirtschaftsdynamik, sagt der eine, dann sagt der andere hinten. Die schlechte gerechte Wohlstandsorientierung. Also Sie sehen, das passt immer. Und jetzt kommt das Tolle, man kann nämlich hier dran drehen. Und dann gibt es immer neue Möglichkeiten. Es gibt 32.768 Phrasen allein durch dieses kleine Ding. Darf ich Sie mal bitte ganz leicht halten und irgendwo drei Stück einstellen? Nicht,
nicht zusammendrücken. Locker, ganz locker. So. Ah, sehr, sehr. Und was haben Sie eingestellt? Sie kann's. Ach, Brille liegt da. Okay, ich lese dann. Fortzuentwickelnde Selbsthilfesicherung, sagt der Durchblicker, das steht hier. Und der Macher sagt dann, ja, das ist die gesunde Konsum, das ist für gesunde Konsumstandorte. Sie können es nicht lesen. Darf ich mal um Handzeichen bitten, wer lesen kann? Also ich meine jetzt nicht, wer, ich meine, wer seine Brille dabei hat. Sie können lesen ohne Brille und Sie auch. Mit Brille. Mit Brille, aber es funktioniert. Okay, darf ich Sie mal bitten, wollen Sie der Durchblicker sein oder der Macher? Der Macher. Stellen Sie sich nicht fest zusammendrücken, einfach ganz locker. So, was haben Sie eingestellt? Zielführende Investitionsinstrumente. Das könnte jetzt also der Pressesprecher von der Frau Merkel gewesen sein. Und da kommt ja dann mit dem und dann sagt sie dann als Durchblickerin, offene Fortschrittsstrukturen müssen da erst gebildet werden. Offene Fortschrittsstrukturen. Ja, also sehen Sie, so funktioniert es. Und das Wichtige dabei ist, man wird sofort, der Pressesprecher macht es, weitergeleitet. Ja, damit es am anderen Morgen gleich im Presseorgan der Regierung steht. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Sie stellen jetzt bitte etwas ein, wie wenn es die Frau Merkel wäre. Was haben Sie eingestellt? Ja, ja, klar. Emanzipative Informationssicherung. Emanzipative Sensation. Wie? Ja, die Worte, und das ist ja immer der Witz, dass es immer sehr schwierig ist. Gell? Und jetzt, was hat sie jetzt eingestellt und was kommt hinter raus? Operative Konjunkturkompetenz. Genau, operative Konjunkturkompetenz. Und das wird dann sofort weitergeleitet und am anderen Tag steht es dann in der Zeitung. Wow. Dankeschön. Also sehen Sie, wie das funktioniert mit diesem Wahlkampf. Es ist unglaublich. Wer von Ihnen kann morgens früh in Ruhe aufstehen und Zeitung lesen? Ah, doch, mehr wie zwei. Gut, ich auch, ich genieße das, das ist ganz toll. Und zwar war es also so, darf ich Ihnen das mal zu treuen Händen geben. Sie sehen sehr vertrauenswürdig auf, das ist eine Vorhersage. Heute bekommt eine Person die Chance, so einem Schreiberling im wahrsten Sinne des Wortes das Wort abzuschneiden. Also es ist ja egal, welche Zeitung man nimmt, nur Horrormeldungen. Stimmt? Nur Horrormeldungen. Früher hat man gesagt, nur in der Bildzeitung, aber jetzt sind es auch bei der anderen. Gut, ich habe jetzt hier also drei Zeitungsausschnitte. Warte mal, Scherle noch. So. Ganz hinten die Dame mit dem weißen T-Shirt. Welches soll ich wegnehmen? Blau, gelb oder rot? Hat mit der Politik nichts zu tun. Blau. Blau, okay. Gut. Sie ganz in der Ecke, was soll ich wegnehmen? Gelb oder rot? Rot. So. Jetzt haben wir noch eins. Und der Herr im grünen Hemd. Ich schneide, fahre mit der Schere hoch und Sie sagen irgendwann Stopp und dann schneide ich da ab. Okay? Ja. Ah, schon besser geschnitten. So. Sie kontrollieren, dass nichts ausgetauscht wird. Sie können so langsam das rausholen aus dem Kuvert, da ist eine Vorhersage drin, ist ein Jugendbild von mir und hinten steht was drauf und darf ich Sie bitten, also halb Brille,
Darf ich Sie bitte die oberste Linie sich mal schön einzulesen? Und Sie lesen sich hier an der anderen Sache hier ein, was da drauf steht. Lesen Sie bitte vor, was da steht, wo ich abgeschnitten habe. Deutschland sein ist Schweizer überzeugt. Und was steht auf der Vorhersage? Deutschland sein ist Schweizer überzeugt. Super, es hat geklappt. Sie haben den richtigen Schritt gestoppt. Ja, sehr schön. Wunderbar, danke schön. Also, das war das erste Intermezzo. Jetzt kommt einer der wichtigsten Teile natürlich für heute Abend. Ja, jetzt kommt hier die Präsentation. Ist das richtig? Jetzt kommt die Präsentation. Sie haben irgendwas umgedreht? Kommt die Mitmachbörse. Die Mitmachbörse. Das heißt, alle müssen jetzt was machen. Ja, zum Beispiel. Ah, okay. Also dann viel Spaß bis nachher. Dankeschön. So. Alles klar. Ja. Dann kommen wir jetzt hoffentlich gleich zu unserem nächsten Programmpunkt, digitale Mitmachbörse. Das hat sie ja schon angekündigt, Herr Lachnet von Freinet Online schaltet sich zu und wird über den Nutzen, den Aufbau und die Möglichkeiten einer digitalen Mitmachbörse berichten. Freinet ist eine Plattform zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. Sie stellt eine Datenbank zur Verfügung und Tools, die man dazu braucht, diese zu bedienen. Unser Fachbereich hat sich zusammen mit der Freiwilligenagentur Mobile dafür entschieden, dass wir neben den bewährten Formen auch einen digitalen Marktplatz für Anbieter und Engagierte einrichten wollen, bei dem Sie alle mitmachen können. Wir wollen auch zukunftsfähig bleiben. Jetzt sehe ich gerade, der Herr Lachnit hat sich zugeschaltet. Dann würde ich jetzt gern an den Herrn Lachnit übergeben, der uns einfach mal exemplarisch so eine Börse vorstellt. Thank you.
Das war jetzt schon mal richtig, damit man dann das alle lernen, wie es dann wird. Genau, Digitaltag, Leute, Oktober. Genau, Digitaltag am 9. Oktober, da lernen wir dann alle, wie es daran haben wir die Aussicht, dass das noch klappen wird? Ja, ich hoffe, es ging ja. Oder wird es besser kalt? Glücklicherweise ist das Essen schon kalt. Dann ist es warm, ja. Kurzes Signal, dass ich zu hören bin, dass ich übertragen werde. Herr Huck, wenn Sie mir ein Zeichen geben, ja, ich werde übertragen. Ah, wunderbar. Ja, dann Grüße in den Raum hinein aus Essen. Ich sitze hier bei Darmstadt. Ja, dann Grüße. Vielen Dank für die Einladung, hier kurz was erzählen zu dürfen über die Datenbank. Jetzt bei uns in Essen zum Einsatz kommen. Mein Name ist Günter Lappel, ich bin Geschäftsführer von Freinet Online und würde Ihnen quasi jetzt im Vorabend der Bundestagswahl sozusagen dieses Stichwort, dieses geflügelte Wort zur Digitalisierung einem konkreten Beispiel näher bringen. Sie haben in der Webseite der Stadt Metzingen nun seit ein paar Tagen eine kleine Engagementbörse, die ich Ihnen gleich zeige, wenn wir den Bildschirm dann teilen. Und in dieser Engagementbörse ist es möglich, dass Sie als Verein, als Initiative oder als soziale, kulturelle Sporteinrichtung, dass Sie dort hinein Gesuche aufgeben, in denen Sie Ehrenamtliche werben für bestimmte Projekte, sodass diese sich dann wiederum melden können auf diese Gesuche bei Ihnen und ja, dass Sie möglichst viele und einfach zu gewinnende Freiwillige über diesen Weg erhalten können. Im Grunde ist diese digitale Ehrenamtsbörse eine Ergänzung zu dem, was Sie ohnehin vielleicht schon machen, im persönlichen Kontakt, im persönlichen Gespräch, nur eben in einer digitalen Weise.
Und ich versuche jetzt mal den Bildschirm zu teilen und vielleicht, Herr Huck, wenn Sie mir ein Zeichen geben können, wenn der Bildschirm geteilt ist von mir, dann bräuchte ich nämlich die Freigabe von Ihnen für das Bildschirmteilen. Sie sehen jetzt hier die Webseite der Stadt Metzingen. Und in diese Webseite haben wir hier eine kleine Mitmachbörse eingebaut mit drei beispielhaften Engagementgesuchen von Einrichtungen, die bei Ihnen tätig sind. Und hier in dieser Engagementbörse erhoffen wir uns, dass Sie als Verein, als Initiative, als Einrichtung Angebote einstellen, in denen Sie Ehrenamtliche suchen. Und die würden dann hier in dieser Engagementbörse veröffentlicht. Und hier haben wir drei Beispielangebote. Und ich klicke mal, ich tue mal so, als wäre ich ein Metzinger Bürger und würde mich jetzt orientieren wollen, was kann ich denn hier tun, wo werde ich gebraucht. Und ich könnte jetzt hier direkt auf zum Beispiel Mitarbeit im mobile Team klicken und dann kommt das, was das mobile Team in die Datenbank eingetragen hat, hier zum Vorschein. Ich kann also sehen, welche Tätigkeit ich hier übernehmen kann, in welchem zeitlichen Rahmen sich das Ganze abspielt, ob es bestimmte Anforderungen an mich gibt, was das Geschlecht, das Führungszeugnis, Führerschein etc. betrifft. Und ich sehe hier an dieser Stelle, welche Leistungen ich zu erwarten habe, also ob ich, wenn ich mich da engagiere, beispielsweise einen Erfahrungsaustausch oder Fortbildungen gewährt bekomme. Es wird hier ein bisschen was über die Einrichtung beschrieben und hier eine Kontaktperson benannt, zu der ich dann, wenn ich mich dafür interessiere und dort tätig werden möchte, Kontakt aufnehmen kann. Das Gleiche, eine Kontaktmöglichkeit gibt es noch hier oben, das ist eine digitale Kontaktmöglichkeit. Wenn ich jetzt also nicht direkt anrufen möchte, kann ich hier an dieser Stelle ein Kontaktformular aufrufen und mich bei Ihnen melden als Interessent für diese Einsatzstelle. Hier in diesem Fall würde das Mobile-Team engagierte Menschen zur Mitarbeit suchen im Bereich Büro. Und wenn ich mich dafür interessiere und denke, das wäre was, dann kann ich hier Kontakt aufnehmen und mich auf diese Stelle bewerben. Klingt so nach Arbeitsverhältnis, aber ich kann mich dafür interessieren, mit Ihnen in Kontakt treten und gegebenenfalls als Ehrenamtlicher bei Ihnen tätig werden. So, und wir hoffen, wenn Sie als Verein, als Initiative, als Einrichtung sich da beteiligen wollen, wenn Sie Ihre eigenen Gesuche hier einstellen möchten, dass Sie möglichst zahlreich vielleicht einen Fragebogen ausfüllen, einen Online-Bogen ausfüllen, der dann in die Datenbank hineinläuft und publiziert werden kann. Der Fragebogen ist im Moment provisorisch hier eingebaut. Das wird dann vielleicht noch ein bisschen schöner mit einem Button, sodass Sie sich also hier direkt anmelden können als Einrichtung. Wenn ich hier draufklicke, öffnet sich ein weiteres Fenster und Sie würden hier an dieser Stelle einfach Ihren Einrichtungsnamen, Straße, Kontaktperson hinterlegen und ein wenig beschreiben, welche Art Einrichtung Sie sind, sodass der Interessent oder die Interessentin sich etwas darunter vorstellen kann und dann hier gegebenenfalls einen Fragebogen ausfüllen, für welche Tätigkeit Sie Ehrenamtliche suchen. Ja, dieser Fragebogen, wenn Sie den ausgefüllt haben, können Sie unten noch einen
Datenschutzerklärung anklicken und dann sich registrieren in dieser Börse, so dass sie sich einverstanden erklären, über diesen digitalen Weg Ehrenamtliche zu werben. Es gibt hier noch eine Weiche, wo Sie bestimmen können, ob Sie damit einverstanden sind, dass Ihre Kontaktdaten direkt in der Börse sichtbar sind, oder für den Fall, dass Sie das nicht möchten, können Sie hier klicken, dann wird nur Ihr Gesuch veröffentlicht und die Kontaktaufnahme läuft über die Stadt Metzingen, respektive dann, ich glaube, wir hatten anvisiert, dass das Mobile dann in der persönlichen Beratung übernimmt und die Ehrenamtlichen berät und zu Ihnen gegebenenfalls schickt. Ja, diese Art Tools werden bundesweit in etwa 800 Regionen, also das klingt 800 Regionen bundesweit, also in 800 Städten, bei Vereinen, bei sozialen Trägern, im Caritasverband, bei Aktion Mensch verwendet. Und wir haben so die Erfahrung gemacht, dass dieser digitale Weg ins Ehrenamt rege genutzt wird, insbesondere vielleicht auch jüngere Engagierte anspricht, die sich vielleicht auch nicht für lange Zeit binden wollen, vielleicht auch nur mal eben projektweise einsteigen möchten in eine Tätigkeit. Es wird genutzt in Jugendfeuerwehren, in Sporteinrichtungen und im Altenheim als Vorlesepate und dergleichen mehr. So dass Sie also sich eingeladen fühlen sollen, so einen Bogen auszufüllen, in die Datenbank zu schicken, damit Sie dann über dieses Suchtool hier Ehrenamtliche werben können. Es gibt über diesen Einsatzstellen hier, die dann so kurz beschrieben sind, so ein Suchfeld, wo Sie bestimmen können, noch, ob Sie diese Ergebnisse, die dann hoffentlich mehr als drei Gesuche darstellen, ob Sie das irgendwie filtern möchten. Das heißt, dass Sie vielleicht besonders gerne mit Kindern arbeiten oder in einem besonderen Tätigkeitsfeld aktiv werden möchten, die Freiwilligen. Und dann lässt sich das hier filtern oder eben mit einer Freitextsuche in diesen Suchtexten herausfiltern, was Sie tun möchten als Freiwilliger. Ja, und so könnten Sie als soziale Einrichtung Ihre Stellengesuche einstellen, hier bewerben und quasi präsent sein in der Akquise von Ehrenamtlichen, auch wenn Sie jetzt nicht direkt vor Ort sind oder am Telefon sind. Und dazu möchten wir Sie herzlich einladen. Ich beende mal hier an dieser Stelle die Bildschirmübertragung und würde das ein wenig eröffnen, wenn es Fragen, Anmerkungen, Wünsche dazu gibt. Es ist insoweit schwierig, als dass Sie wahrscheinlich diese Fragen im Raum stellen müssen, und ich gucke mal, ob ich das hören kann oder ob ich jemanden benötige, der in der Technik sitzt, der das dann vielleicht an mich weitergibt, sodass ich darauf antworten kann. Vielleicht haben Sie Fragen. Gibt es Fragen? Wird es laut genug sein? Hat jemand eine Frage zu dieser Börse? Gut erklärt. Zweifel? Also ich habe eine Frage, und zwar, was ich jetzt nicht so ganz verstanden habe, wenn jetzt eine... Akustisch bekomme ich jetzt nichts mit. Ich bräuchte wahrscheinlich Sie, Herr Ruck, der das mir weitergibt, was an Fragen da ist. Also ich hätte eine Frage, und zwar, wenn eine Organisation eine Frage oder jemanden sucht, einen Ehrenamtlichen,
und derjenige sagt, oh ja, das ist genau das, was mir Spaß macht, und der meldet sich dann in der Ehrenamtsbörse, heißt das, dass dann die Organisation direkt dieses Angebot von dem Ehrenamtlichen weitergeleitet bekommt, dass es direkt an den Verein geht zum Beispiel, oder geht das erst an die Stadt und die Stadt muss es dann weiterleiten? Also die Einrichtungen selbst können in dem Online-Bogen auswählen, ob sie direkt kontaktiert werden wollen. Das heißt also ein direkter Weg des Ehrenamtlichen zu ihnen oder ob sie das lieber über die Stadt bzw. über die Beraterin bei Mobile laufen lassen möchten. Es gibt also diese Möglichkeit, beides zu nutzen. In aller Regel, also deutschlandweit, haben wir es in der Regel so, dass Einrichtungen, Vereine das erlauben, dass die Kontaktaufnahme direkt zu ihnen und über sie läuft, damit das nicht nochmal so ein Ping-Pong-Spiel um die Ecke ist. Okay, schönen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Anmerkungen, Bedenken? Also ich hätte eigentlich noch bei Jugendlichen, denke ich, ob sich Jugendliche über eine Homepage unbedingt ansprechen lassen, weiß ich nicht. Gibt es da Verlinkungen, Möglichkeiten zu Facebook, Instagram und sonst was? Ja. Also das, was ich eben ganz kurz gezeigt habe, ist sozusagen aus meiner Sicht ein Startschuss in die digitale Engagementförderung. Und nun wäre es denkbar, dass wir das ausweiten und dass wir weitere Plattformen bespielen. Das heißt, Sie geben Ihr Engagementbesuch einmal ein und wir würden dann auf Zuruf sagen können, auf welchen Plattformen neben der kommunalen Webseite könnten diese Angebote sichtbar sein. Wir haben Schnittstellen zum Beispiel zu, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben oder kennen, zur App von Let's Act. Das ist so eine einschlägige App, die auf dem Smartphone, als Smartphone-App, die Engagementgesuche unter die Leute bringt, sodass sie auch jüngere Zielgruppen vielleicht, die jetzt nicht auf die kommunale Webseite gehen, mit ihrem Gesuch erreichen, oder vergleichbare andere Apps. Wenn Sie selbst einen Facebook-Account haben, dann können wir diese Suchbörse auch auf Ihrem Facebook-Account einbinden als Tool, und zwar so, dass die Daten nicht zu Facebook laufen. Also da müssen wir den Datenschutzgesichtspunkt berücksichtigen. Facebook gilt normalerweise nicht gerade als Hort des Datenschutzes. Von daher haben wir dieses Tool so gestaltet, dass es abgekapselt ist, aber doch in Ihrem Layout, in Ihrer Facebook-Seite aufrufbar ist und auch dort könnten Sie präsent sein. Sie können ferner diese Engagementangebote auch per Twitter versenden. Das ist ja so ein bisschen in Verruf geraten, seitdem wir einen amerikanischen Präsidenten hatten, der das so schändlich vielleicht genutzt hat. Aber für diesen Zweck, wenn Sie einen Account haben, können Sie auch diese Plattformen bespielen. Und es wäre dann in der Zusammenarbeit die Frage, wenn Sie sagen, wir möchten diese oder jene Webseite bespielen damit, mit dieser Engagementbörse, oder wir möchten die Facebook-Seite von uns bespielen, dass Sie vielleicht über Frau Jäger-Renner den Kontakt mit uns aufnehmen. Wir senden Ihnen dann das Tool zum Einbinden in die Webseite, sodass es dort erscheint. Und das Prinzip ist, Sie haben einmal den Datensatz eingepflegt und dieser kann dann an unterschiedlichen Stellen erscheinen. Es gibt zum Beispiel noch eine ganz interessante Schnittstelle zur freiwilligen Datenbank, zur deutschlandweit größten freiwilligen Bank von Aktion Mensch, die auch die Angebote deutschlandweit publiziert. Wenn Sie dort die Schnittstelle ansteuern möchten,
bitten wir um einen kleinen Hinweis, dann schalten wir Sie dafür frei und dann können Sie dort die Angebote sichtbar machen mit dem Effekt, wenn sich jemand auf dieses Angebot meldet, dann landet der nicht bei Aktion Mensch, sondern natürlich direkt bei Ihnen. Und insofern ist das eine gute Möglichkeit, das breitflächig zu streuen und so in dieser Weise unter die Leute zu bringen. Gut. Vielleicht noch dazu, also die Einbindung auf der Stadt Metzingen, auf der kommunalen Webseite, ist in diesem Sinne der Startschuss. Aber natürlich ist es so, dass auf einer städtischen, auf einer kommunalen Seite das nicht gleich als allererstes kommt und man zwar vielleicht so einen Quicklink hat, wo man da schnell hinkommt, aber es ist zu empfehlen, dass man es auf einschlägigen Seiten, das können auch Ihre eigenen Webseiten sein, also wenn Sie zum Beispiel als Verein tätig sind und eine eigene Webseite haben, dann könnten Sie diese Metzinger Börse dort einbinden in Ihrem Layout. Dafür bekommen Sie von uns die entsprechende kleine Datei. Das würden Sie dort einfügen, sichtbar machen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Ehrenamtliche über dieses Tool gefunden werden, steigt natürlich mit der Anzahl der Publikationsgelegenheiten. Also wenn man bei Ihnen im Verein über so eine Börse stolpert, ist es vielleicht sogar mitunter wahrscheinlicher, dass Sie darüber Ehrenamtliche gewinnen, als auf der allgemeinen Seite der Stadt Metzingen. Gut, hätten wir noch weitere Fragen? Gibt es noch Fragen an den Nachmittag? Ich weiß nicht, ob jeder die Homepage der Stadt schon angeklickt hat. Wenn Sie den Weg, wie man genau auf diese Mitmachbörse kommt, vielleicht einfach nochmal klar machen mit diesem Streifen da oben, also praktisch die Startseite der Stadt und dann aufmachen, wie man also über Rathaus, das war zwar oben angegeben, Leben und dann Rathaus, Engagement und so, einfach dies einfach mal kurz nochmal nachvollziehen, wie man da hinkommt auf die Seite. Ich habe es akustisch nicht ganz verstanden. Also ich soll noch mal zeigen, wie man auf diese Seite kommt. Genau, auf diese... Sie haben ja praktisch die Seite sofort gezeigt und nicht die Startseite der Stadt. Ja, soll ich noch mal den Bildschirm dazu teilen? So, das würde ich... So, hier sind wir auf der Startseite und der... Standardweg jetzt, der normale Weg wäre, ich bin hier auf der Startseite der Stadt Metzingen und jetzt haben wir hier ein Menü, dann kann ich auf Leben und Rathaus klicken, hier auf Engagement, Bürgerengagement und dann komme ich hier zum Mitmachbörsen. Dann bin ich wieder hier auf dieser Seite, wo sich dann Ihre Angebote sichtbar darstellen. Und empfehlenswert ist nun, dass man nicht zu viel in die Tiefe klicken muss, dass relativ weit oben hier ein Link eingebaut wird. Das müssten Sie mir jetzt sagen, Frau Jäger-Renner, ob der schon irgendwo hier vorhanden ist, dass ich das mit einem Quicklink sehr schnell tun kann. Da bin ich jetzt noch nicht auf dem aktuellen Stand, ob der schon vorhanden ist und schon eingebaut ist. Also in der Suchanfrage soll es ausreichen, wenn man Mitmachbörse eingibt. Nein, das muss aber jemand wissen, das Wort. Ja. Wenn ich hier Mitmachbörse eingebe? Ja. Ah ja, dann haben wir hier die Börse und ich komme da direkt hin. Also ich glaube,
ist noch ein bisschen verbesserungswürdig. Der Weg dahin ist relativ lang und ich glaube, das ist erstmal der allererste Versuch, das darzustellen und einzubinden. Und ich denke, wir werden das auf jeden Fall optimieren. Ja, und ganz grundsätzlich ist es natürlich so, also wenn Sie auf einer kommunalen Seite die Börse einbinden, dann geht der Weg vielleicht noch schneller, indem wir, also das müsste dann der Webmaster der Stadt Metzingen machen, indem man dort einen Quicklink noch deutlicher sichtbar einstellt, vielleicht hinter einem Button einstellt, weil nicht jede Person dann weiß, dass sie da Mitmachbörse suchen muss, könnte ja auch Engagementbörse oder Ehrenamtsbörse heißen. Das könnte man schon einbinden. Dennoch ist es natürlich so, dass auf der kommunalen Webseite immer noch vieles anderes ist. Das ist ja nicht nur die Ehrenamtsförderung, sondern alle möglichen anderen Sachen, die eben auch dorthin gehören und ihre Berechtigung natürlich selbstverständlich haben. Insofern nochmal der Hinweis, es ist schon sinnvoll, dass man diese Engagementangebote durchaus auch noch an anderer Gelegenheit publiziert, nämlich dort, wo die Menschen, die dann vielleicht Interesse gewinnen und mitmachen möchten, sich in ihrem jetzt apostrophierten normalen digitalen Raum aufhalten. Also wenn ich im Sportverein tätig bin, dann bewege ich mich wahrscheinlich eher mal auf der Webseite meines Sportvereins und wenn dort ein kleiner Link vorhanden ist, Mitmachbörse, dann ist das natürlich viel naheliegender, dass ich hier schnell zu dieser Börse komme. Also das ist der Startschuss hier und ich finde es persönlich sehr toll, wenn Kommunen das unterstützen. Aber, und wenn es nach mir ginge, würde das natürlich ganz nach vorne kommen und gleich als allererstes. Aber da würden sich andere Abteilungen in der Stadt natürlich beschweren, zu Recht beschweren. Insofern haben wir hier die Gelegenheit, Sie herzlich einzuladen, eine solche Börse auch bei sich auf der Webseite zu platzieren und dann die Angebote mitzubewerben. In der Hoffnung, da finden sich dann Leute drüber. Gut, ich glaube dann. Herzlichen Dank, Herr Lachny, dass Sie sich zugeschaltet haben und auch einen Freitagabend dafür geopfert haben und jetzt noch zu Ihrem persönlichen privaten Festkind sind. Ja, vielen Dank. Also ich denke, wir werden ja weiter zusammenarbeiten und ich hoffe, dass das jetzt einfach mal so ein erster Eindruck war und dass wir Sie neugierig gemacht haben auf diese Börse und Sie können auf mich zukommen. Ich werde nochmal auf jeden Fall auch auf Sie zukommen. Wie wir das dann weiter machen können, dass wir da zu einem interessanten Angebot kommen. Also nochmal herzlichen Dank, Enzo. So, jetzt haben Sie ganz lange durchgehalten, zugehört, gesessen. Jetzt kommt der kulinarische Teil. Wir eröffnen jetzt das Buffet und machen jetzt ein Päuschen. Das heißt, wir werden um 20.30 Uhr dann weitermachen. Ich hoffe, Sie halten alle so lange durch und bleiben noch da und genießen jetzt die Zeit zum Essen, zum Trinken, zum Plaudern und ja, zum Genießen. Ja, ich spreche mit dem Abend.